meine Damen und Herren, auch ich möchte die Gelegenheit nutzen und Sie heute sehr herzlich begrüßen zu unserer Preisverleihung Kinderturnen, Kinderturnübungsleiter 2011. 2012, Entschuldigung, wir haben schon 2012. Ja, das ist ja quasi erst kurz nach Neujahr, von dem her passt das noch. 2012, ein wichtiges Jahr für die Turnerbünde, ein wichtiges Jahr auch für die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. Und aus diesem Anlass begrüße ich ganz besonders Herrn Senator Thomas Renner, Vorsitzender des Stiftungsrates der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg, Vorsitzender der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Herr Renner, seien Sie uns herzlich willkommen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Kinderturnkongress 2012 neigt sich schon wieder so langsam zum Ende und Sie haben sicherlich drei tolle Tage erlebt mit über 1000 Teilnehmern in gut 150 Workshops. Haben Sie sich in Theorie und auch Praxis natürlich rund um das Thema Kinderturnen weitergebildet. Und wenn man sich hier unter die Teilnehmer mischt und so ein bisschen zuhört, was da an Gesprächen läuft, dann nimmt man viele Fachsimpeleien, viele Diskussionen mit. Und ich denke, das ist das beste Zeichen für uns, dass Sie auch aus diesen Tagen was mitnehmen, was mit nach Hause nehmen, Anregungen mitnehmen für Ihre tägliche Arbeit und Ihr Engagement für die Kinder. Mit der Gründung der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg haben der Badische und Schwäbische Turnerbund gemeinsam mit der Sparda-Bank im Jahr 2007 gezeigt, dass Kinderturnen einen ganz besonderen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft und ein Invest in die Zukunft darstellt. Seit ihrer Gründung 2007 setzt sich die Kinderturnstiftung für eine gesunde Entwicklung von Kindern von Geburt an bis zum 10. Lebensjahr ein. Die Förderung von Bewegung und Sport für Kinder steht dabei im Mittelpunkt. Die Vision der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg ist allen Kindern des Landes im Alter von 0 bis 10 Jahren die Möglichkeit für eine motorische Grundlagenausbildung zu schaffen. Sie haben es ja eben im Film auch gesehen, regelmäßige Bewegung von der Geburt an, das ist der Schlüssel für eine gesunde kognitive, psychische, soziale und natürlich auch motorische Entwicklung unserer Kinder. Aber wem sage ich das? Das wissen Sie alle viel besser. Und damit sind wir auch schon bei Ihnen als Übungsleiter und Übungsleiterinnen, dem, worauf vielen von Ihnen schon ganz gespannt sind, dem Preis, den Pokal, den konnten Sie ja schon anschauen am Stand der Kinderturnstiftung, der Preis Übungsleiter Kinderturnen 2012. Und mit dem Preis Übungsleiter Kinderturnen 2012 wollen wir deshalb diejenigen auszeichnen, die sonst eben nicht so im Rampenlicht stehen, die in der Turnhalle arbeiten, aber wichtige und wertvolle Arbeit leisten. Wir sind stolz, dass wir als Kinderturnstiftung damit Ihre Arbeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Rahmen dieses Kongresses ehren dürfen. Sie sind für die Kinderturnstiftung die wichtigsten Botschafter. Ohne Ihr ehrenamtliches Engagement wäre dieses große Bewegungsangebot, das die Turn- und Sportvereine bieten, nicht möglich. Bevor Sie jetzt langsam ungeduldig werden, möchte ich nun auf die Auszeichnungen kommen, die wir heute vergeben. Es sind insgesamt 46 Bewerbungen eingegangen. Durch den Kongressbeirat wurden die 25 besten Einreichungen nominiert und aus denen dann durch eine Jury sowie eine Online-Abstimmung die Preisträger ermittelt. Kommen wir nun zuerst zu den zwei kleinen Preisen, Kinderturnen, Übungsleiter Kinderturnen 2012. Und jetzt wird spannend, denn bisher sind diese Preisträger noch nicht bekannt. Also der kleine Preis Übungsleiter Kinderturnen 2012 geht an Rainer Böhle und in Linde Dom Miele. Den habt ihr euch verdient. Herr Renner hat es gerade eben gemeint, dass er natürlich aufgrund der Stimmenzahl mit Rainer Böhle beginnen musste und dann auf die Dietlinde Dom Miele zu sprechen kam. Ich möchte jetzt mal mit der Dame anfangen, mit der Dame fragen, wie fühlt man sich denn so überraschend auf der Bühne zu stehen heute beim Kinderturnkongress? Also ich bin ganz kribbelig, ich habe mit dem gar nicht gerechnet, weil ich komme ja eigentlich aus einem sehr kleinen Verein und habe gedacht, bei der Abstimmung, ich habe da jetzt so viele Mitglieder, die für mich stimmen können, ich habe nicht mit dem gerechnet, dass ich heute auf die Bühne kommen darf. Ich freue mich unwahrscheinlich natürlich, aber ich denke, es hätte jeder hier verdient, weil jeder Übungsleiter leistet unwahrscheinlich Arbeit. Also vielen Dank einfach für den Dank. Rainer,
seit 36 Jahren, wir haben es gehört, ununterbrochen quasi für die Kinder im Land, für das Turnen im Land, für den Sport unterwegs. Bleibt da eigentlich noch Zeit für was anderes? Ja, ich denke schon, es bleibt schon noch Zeit für was anderes. Es steht natürlich im Mittelpunkt, keine Frage. Sport an sich von Anfang an immer. Danke auch nochmal an alle, die mitgestimmt haben oder die das Ganze überhaupt initiiert haben. Das ist eine ganz tolle Sache, weil jeder Übungsleiter hier im Land, denke ich, leistet Großes. Und wir sind irgendwo Stellvertreter für alle, die das machen. Und so sehen wir das auch. Und wir werden das sicher auch den Geldbetrag sicherlich im Verein dann wieder zur Verfügung stellen, um das weiterzutreiben. Ja, meine Damen und Herren, jetzt wird es richtig spannend. Wir kommen zur Preisverleihung an den Sieger, den Preisträger Übungsleiter Kinderturnen 2012. Diese wachsamen Augen gehören Rita Kohl. Seit 1985 ist sie Übungsleiterin für das Kinderturnen beim Turnerbund Bad Rothenfels und betreut fast alle Kinderturngruppen im Vor- und Grundschulbereich. Ich glaube, sie macht es mit Herz und Seele und schon Ewigkeiten hier und hat einfach das Know-how und die Ideen über Jahre. Und sie macht es gern. Und ja, das spüren die Kinder ja auch, ob es jemand gern macht oder ob jemand kommt, der keine Lust hat. Und so wird Rita nicht müde, weiterhin Pläne zu schmieden, wie sie die Kinderaugen in der Turnhalle jede Woche aufs Neue zum Strahlen bringen kann. Liebe Rita, sie ist völlig aufgeregt, also auch völlig in Ordnung, habe ich ihr gesagt. Erste Übungsleiterin, die fürs Kinderturnen 2012 von der Kinderturnstiftung ausgezeichnet wird. Wie fühlt man sich? Im Moment bin ich überrascht und habe auch ein bisschen Herzklopfen. Das sieht man mir vermutlich auch an. Ich freue mich trotzdem ganz herzlich darüber. Ja. Und bedanken möchte ich mich aber eigentlich bei unserer Vereinsführung und auch bei meinen Eltern, die mir immer diese verrückten Sachen auch erlauben, dass ich die alle umsetzen darf. Ohne diese Bereitschaft geht es eigentlich nicht. Ja. Herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir noch lange davon profitieren können. Frau Kohl, heute wurden Sie mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Was ist das für ein Gefühl und haben Sie jetzt damit gerechnet? Also ich wusste im Vorfeld, dass ich unter den ersten drei Plätzen bin, dass ich Erster wurde. Das war jetzt doch eine große Überraschung für mich und ich bin auch etwas aufgeregt. Ich freue mich natürlich ganz herzlich darüber. Wem widmen Sie jetzt diesen ersten Platz? Ja, eigentlich unseren Kindern und den Kinderturnen. Ohne die Kinder könnte ich das alles nicht machen. Auch den Eltern, die mich immer unterstützen und natürlich dem Verein. Unsere Vereinsführung ist sehr offen für neue Ideen und da kann ich einfach immer loslegen. Herr Renner, der ganze Morgen war jetzt den Übungsleitern gewidmet. Was ist Ihr Resümee? Ja, also ich bin begeistert von dem, was diese Übungsleiter tun für unsere Kinder. Und ich habe gerade zu einer Preisträgerin gesagt, ich habe ja als Vater auch zwei Kinder, die inzwischen schon groß sind. Und wir haben, wie sie noch klein waren, eben die Turnangebote auch in Anspruch genommen, ohne dabei groß drüber nachzudenken, was steckt dahinter, wer muss sich da engagieren und welches Engagement steckt dahinter. Und das ist einfach unglaublich, was die Leute hier leisten in ihrem Ehrenamt. Und das kann man nicht hoch genug anerkennen. Und so bin ich auch froh, dass wir hierüber einen Preis gemacht haben und hierfür, dass man die Menschen auch nochmal honoriert, ihr Engagement auch honoriert und sie auch motivieren kann, weiterzumachen. Also war das auch ein sehr emotionaler Morgen? Für mich schon, ja. Fand ich sehr emotional. Auch das Schlussbild mit den Kindern dort auf der Bühne und den Übungsleitern, den Nominierten. Das ist einfach auch Emotion dabei, nicht nur Ratio. So. Wir wollen jetzt noch ein bisschen vorbereiten, damit das hinterher auch klappt, denn die Kinder, die haben ja hier gleich noch ein bisschen was an Material. Das gehört gleich zu dir, ne? So, und jetzt kommt's. Alle dürfen mitmachen. Wir schließen keinen aus, stimmt's? Jawohl, dann, wer die Hände frei hat, sollte jetzt unbedingt mitmachen. Das ist die letzte Strophe, die letzte Möglichkeit. Es geht los. Schaut zu den Kindern, die wissen alles.
Wir Kinder haben Rechte, sie sind für uns sehr gut. Wir Kinder haben Rechte, sie stärken uns Mut. Wir Kinder haben Rechte auf diesem Erdenbein. Ja, das sind starke Rechte, sie gelten.